So. Wir werden jetzt einmal zur Wache Thomas gehen, die Quest hier mit den Murlockflossen abgeben und dann sterben wir uns mal Richtung Westphal. Warum sterben? Weil am Anfang direkt Level 15, 16, 17er Gegner, glaube ich, sind. Ja, das könnte etwas heikel werden. So, erstmal Ehre die dem Quest König, Freund. abgeben. Wir können leider nicht sehen, was das teuerste ist. Ich glaube, der Streitkolben. Ziehe den Ehrenfreund. So. Ja, wir gehen jetzt auch wirklich nur nach Westphal, um den Flugpunkt zu kriegen, weil den Flugpunkt brauchen wir später eh noch. Und bevor wir dann nachher nochmal von Stormwind oder Westphal aus hier rüberlaufen müssen, holen wir uns lieber direkt den Flugpunkt. Was haben wir noch für Quests? Einmal Elmos Aufgabe, die ist rot geschrieben, die werden wir aber auch nur abgeben, nicht neu annehmen. Prinzessin muss sterben, können wir noch abgeben. Und dann haben wir noch die beiden hier, Hilfe für die Weststrom-Garnison und Meldung bei Grian Stoutmantle. Jo. Und wir müssen auf jeden Fall noch zum Magielehrer. Können wir hier. Nee. Das wird auch erst später eingefügt, dass man sehen kann, was dann noch alles dazukommt an Zaubern, die wir lernen können. Ich will das Schafkirschen an. Ja. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass da Wolle rauskommt. Also am meisten freue ich mich auf Tanaris. Tanaris werden wir später auf jeden Fall questen. Mit Level 40 dann, 40, 45 darum werden wir nach Tanaris gehen. Hier seht ihr schon Level 15er Gegner. Und hier vorne bekommen wir dann auch später eine Quest. Die ist noch ausgegraut bei Wache Parker. Ja, da müssen wir nur einen kleinen Weg zurück. Hier oben auch Level 15er Gegner. Level 17, 16. Jo. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir so gut wie möglich hier durchkommen. Und nur ganz kurz gucken, was er Hallo. anbietet. Heiltrank, Armschienen. Ja, das sind alles nur Lederarmschienen. Das kann weg, das kann weg, 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 weg. So, sehr schön. Man sieht sich. So, hier unten kommen dann auch Level 18er, 19er Gegner. Deswegen, bevor wir in Westfalen nicht durchgequestet haben, werden wir hier nicht hergehen. Da drüben sind auch so kleinere Drachen. Na, wo haben wir einen? Den kann ich nicht. Hier drüben zum Beispiel schwarzer Großwelpendrache. Kann ich nicht, weil da benötige ich eine höhere Köchnerei. Geht leider nicht. Und hier drüben ist der Flugmeister schon. Da drüben ist Seenhain. Und hier ist der Flugpunkt. Hallo. So, wohin kann ich fliegen? Ich würde gerne einmal nach Stormwind. 2 Silber 10. Man sollte es sich also immer zweimal überlegen, ob man fliegen möchte. Am Anfang, weil es doch sehr teuer ist. Aber wir haben jetzt schon mal den Flugpunkt hier.
Ich gebe später auch lieber 3, 4 Silber aus, von Westphal auszufliegen, anstatt hier. Wie lange werden wir brauchen vom Westphal bis hierher? 10 Minuten. Ja, diese Folge werden wir nur spazieren gehen. Von Westphal hier unten bis hier drüben. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir entdecken können. Ja, das Entdecken ist jetzt nicht so wichtig. Entdecken können wir auch später, wenn wir reiten können. Ja, da werden wir schon gut zurechtkommen. Mit dem Reiten ist vieles einfacher dann. Aber es dauert noch 30 Level, bis wir reiten können. Und ich finde es absolut geil, dass bei OBS es nicht einmal ruckelt. Ja, wenn ich überlege, was wir teilweise für Probleme bei Battle for Azeroth haben mit dem Ruckeln. Und hier durchgängig 60 FPS, da geht es auch nicht mal kurz runter, wenn wir irgendwo hinkommen. Das bleibt beständig. Das ist halt richtig gut. So, wir müssen jetzt einmal Elmors Aufgabe machen. Der ist hier hinten im Zwergendistrikt. Wo genau, weiß ich auch nicht mehr. Da müssen wir ganz kurz gucken. Im Zwergendistrikt ist zum Beispiel auch der Schmiedekunstlehrer. Da ist der Bergbaulehrer. Da geht es zur Tiefenbahn. Tiefenbahn kennen wir ja. Direkte Zugverbindung nach Ironforge, also Eisenschmiede. Und von... Ja, bei der Quest, die wir jetzt gekriegt haben, müssten wir normalerweise dann nach... Wie heißt es? Telsamar. Telsamar heißt das, glaube ich. Das ist in... Ich zeige es euch kurz auf der Map. Hier im... Hier Telsamar. Also Loch Modan. So, Elmors Aufgabe. War der hier? Nee. Der war hinten. Ganz hinten in der Ecke. So, bitteschön. Was geht euch durch den Kopf? Beenden. Bleibt auf dem Boden. Hier könnten wir jetzt annehmen, Stormpikes Lieferung. Zack, 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 nach Loch Modan. Wir nehmen sie mal an. Wir können das Päckchen ja auf die Bank legen. Apropos Bank. Hier drüben. Hier gehen wir mal kurz rein. Hier ist auch Ingi-Lehrer. So, hier in diesem Gebäude. Kommt erst später. Ist normalerweise... Ich weiß nicht, ich war einmal hier drin gewesen, da war, glaube ich, damals eine Bank. Ich glaube, das haben sie auch wieder rausgepatcht, weil sie eh keiner benutzt hat. Oder ist die im neueren WoW immer noch drin? Kann ich nicht sagen. Weiß ich leider nicht. So, dann laufen wir erstmal zur anderen Bank. So, das behalten wir drin. Das hier können wir rauslöschen. Das können wir jederzeit neu machen. Das kommt hier hin. Der kommt hier hin. Und wir müssen jetzt... Na, komm. Und wir müssen jetzt gucken, dass unsere Tasche fast komplett leer wird.
das Ding hier werden wir erstmal behalten. Also in der Tasche. Weil wir können... Oh, oh je. Ja, da muss ich euch was zeigen. Und zwar können wir momentan nur Stäbe, unbewaffnet, Verteidigung und Zauberstäbe. Um weitere Waffen zu lernen, müssen wir zu einem Waffenlehrer. Ich glaube, war der hier drin? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Zwielichtiger Händler, Giftlieferant. Nee, hier drin war der nicht. Wo war dieser blöde Waffenlehrer? Hier. Kriegerlehrer. 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 Da nicht. Ja, wir müssen mal eine Wache fragen. Also im Zweifel, wenn wir was nicht wissen, immer Wache fragen. Die gibt uns umsonst Auskunft. Aber kein Rüstmeister. So, die nächste Wache. Hier zum Beispiel ist der Kirschnerlehrer und Lederverarbeitungslehrer. Und hier gibt es auch eine Taschenverkäuferin. Sucht ihr was Bestimmtes? 5 Silber. Ne, dafür ist mir mein Geld das zu schade. Und nein, ich werde nicht umloggen und mir Taschen zuschicken, weil... Wie gesagt, wir wollen das so schaffen. Entschuldigung, bin gerade eben ans Mikro gekommen. Wir werden das so schaffen, ohne Hilfe von Twinks. Und wir können später eh unsere eigenen Taschen herstellen. So, eine Wache zum Fragen. Steht hier vorne. Hä? Können wir die nicht... Wo steht denn hier eine Wache zum Fragen? Was ist das hier? Abgesandter des Mondfests. Mögen euch die Sterne leiten. Ja, ich will erstmal zur Bank. Was kann ich für euch tun? So, Schließfach. Zack, weg. Das brauchen wir noch. Weg, 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 weg. Das packen wir auch mal weg. Und ja, den können wir auch erstmal wegpacken. Solange. Für die Allianz. Das können wir jederzeit rauslöschen. So, wo ist der Waffenlehrer? Ist der hier drüben drin? Wir fragen eine Stadtwache. Das Licht sei mit euch. Waffenlehrer. Ja. Ja, der ist hier drin. So, und zwar hier ist ein Waffenmeister. Der kann uns Dolche und Einhandschwerter beibringen. Wir werden auf jeden Fall beides jetzt lernen. Kostet zwar ein Schweinegeld für den Anfang, aber das ist egal. Hallo? Seid vorsichtig. Spiel aufgehängt. Jetzt haben wir es gelernt. So, und hier können wir auch noch fragen, was uns die anderen beibringen können. Also, in Ironforge, Faustwaffen, Schusswaffen, ein Zweihandäxte, ein- und Zweihandstreitkolben. In Ironforge, Armbrüste, Dolche, Wurfwaffen. In Danasus, Bogen, Dolche, Faustwaffen, Stäbe und Wurfwaffen. Für die Allianz. Wir haben erstmal das Wichtigste mit dem Dolch jetzt gelernt.
Deswegen also da, das ist immer sehr wichtig, dass wir das auch lernen, weil es kann jederzeit sein, dass wir einen richtig geilen Gegenstand kriegen, sagen wir mal ein Dolch oder ein Schwert, wo super Werte drauf sind, aber wir können es nicht tragen. Deswegen sollte man später auf jeden Fall jede einzelne Stadt abgrasen nach dem Waffenlehrer und dort auch alles lernen. So, was war noch? Lehrer werden wir morgen dann besuchen. Wir laufen jetzt erstmal bis Goldhain und ja, wir sind heute mehr gelaufen als sonst was. Wo haben wir dann angefangen? Bei Wache Thomas sind dann rübergelaufen zum Rotkammgebirge, hier nach Stormwind geflogen. Gelaufen. Wir haben heute gar nichts geschafft. Aber das kennt ihr ja von mir. Wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir einen Tag nur Schneiderei gemacht haben, einen Tag nur Verzauberkunst, einen Tag dumm rumgestanden. Ich glaube, meine 100. Folge war das. Da haben wir in Telredor in Nagrand gesessen. Ich habe mich bedankt. Ja, das waren noch Zeiten. Ist jetzt auch bald über 3,5 Jahre ist es jetzt schon her. So, wir sind jetzt hier in Goldhain und morgen gehen wir erstmal zum Magierlehrer, bevor wir dann zur Weststrom-Garnison gehen. Dann bis morgen.